Was wäre, wenn der Enderman eine alte Version von dir, dem Spieler wäre? Und was wäre, wenn die Bastionsruinen nicht von Piglins gebaut wurden, sondern sie dort gefangen gehalten wurden? Heute finden wir die Wahrheit raus und lösen die größten Minecraft-Geheimnisse. Nummer 1. Stammen Warden von den Axolotl ab? Wenn das der Fall wäre, warum? Der Warden ist ein Gefangener oder Beherrscher des tiefen dunklen Bioms. Und der Axolotl ist doch nur ein süßes kleines Tier, das in den üppigen Höhlen lebt. Wie kann also an dieser Theorie etwas Wahres dran sein? Spawnen wir das Tier neben dem Warden, dann passiert nichts. Das Merkwürdige daran, warum greift der Warden den Axolotl nicht an? Zunächst einmal ist das nicht wirklich ungewöhnlich, denn Axolotl sind ja friedliche Tiere, die andere Mobs nicht angreifen, also lässt der Warden sie auch in Ruhe. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es bei anderen Tieren anders ist. Greift der Warden nicht Schafe, Kühe bzw. eigentlich alle Tiere und Mobs an? Lasst sie uns einfach spawnen und sehen, was passiert. Guck, der Warden wird aggressiv, greift sie an und tötet sie auf der Stelle. Und es spielt dabei keine Rolle, welches Tier oder welchen Mob wir spawnen. Der Warden bringt sie um, außer die Axolotl. Sie werden vom Warden in Ruhe gelassen und dabei scheint es auch komplett egal zu sein, wie viele Axolotl wir spawnen. Selbst wenn er die Tiere sieht, lässt er sie einfach in Ruhe. Aber warum greift der Warden die Axolotl nicht an? Könnte es etwa sein, dass es eine geheime Vergangenheit gibt, die den Warden und die kleinen Axolotl miteinander verbindet? Oder handelt es sich nur um einen Programmierfehler oder einen Glitch, den die Minecraft-Entwickler übersehen haben? Wir brauchen mehr Beweise, um diese Vermutungen zu belegen. Also machte ich mich auf die Suche nach Hinweisen, um eine Verbindung zwischen diesen beiden Kreaturen zu finden. Und das führte mich hierher, zum offiziellen Minecraft-Launcher. Wir müssen hier unten auf der linken Seite schauen und auf Was gibt's Neues klicken. Mojang hat hier jede einzelne Änderung und Aktualisierung aufgelistet, die seit der Veröffentlichung des Spiels vorgenommen wurde. Hier soll es auch eine beängstigende geheime Neuigkeit über den Axolotl geben, die am selben Tag veröffentlicht wurde, an dem der Warden ins Spiel kam. Und das war genau am 25. März 2021. Hier sollte dieser Hinweis sein, aber wo genau? Fix an issue. Am Tag, als der Warden ins Spiel kam, wurde nichts über den Axolotl veröffentlicht. Was sind das für Symbole? Abgesehen von dieser seltsamen Zeichenfolge, deren Bedeutung ich nicht kenne, deutete nichts darauf hin, dass sie das Tier irgendwie verändert haben. Aber was bedeuten diese Symbole? Gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden? Warte, ich habe diese Zeichen doch schon mal irgendwo gesehen. Leute, erkennt ihr diese Symbole? Es sind dieselben, die im Buch des Zaubertisches mit den Verzauberungen erscheinen. Die Symbole gehören also zu derselben Sprache wie die im Zaubertisch und den Enderkristallen. Aber was bedeuten diese Symbole? Ich kann das doch nicht lesen. Also, ich habe im Internet recherchiert und herausgefunden, dass die Sprache, die wir im Launcher auf dem Zaubertisch und den Enderkristallen sehen, einen Namen hat. Diese Symbole gehören zum galaktischen Alphabet. Und hier ist ein Übersetzer, der diese seltsam aussehenden Zeichen, die Buchstaben zu sein scheinen, für uns übersetzt. Die Axolotls are not what they seem? Wie jetzt? Die Axolotl sind nicht das, was sie zu sein scheinen? Das wissen wir doch. Aber warum ist diese geheime Botschaft hier? Vielleicht könnten die offiziellen Skizzen der Mojang-Mitarbeiter hier weiterhelfen, denn die wurden schon veröffentlicht, bevor die Mobs überhaupt integriert wurden und zeigen uns die ersten Designs des Wardens und des Axolotls. Okay, ich sehe jetzt hier aber nicht wirklich was. Was passiert, wenn wir die Datei in Photoshop ziehen und uns die Skizzen nochmal genauer ansehen? Leute, ich habe was herausgefunden. Wenn wir die Farben umkehren, dann hat der Warden plötzlich die Farbe des Axolotls und der Axolotl hat die Farbe des Warden? Ist das ein Zufall? Also schreibt eure Theorien unbedingt mal in die Kommentare. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Warden und den Axolotls oder sind sie sogar ein und dasselbe Wesen, nur in unterschiedlichen Entwicklungsstadien? Nummer 2. Gibt es ein dunkles Geheimnis, das sich in den Bastionsruinen verbirgt? Um diese seltsame Struktur zu verstehen, müssen wir zunächst mehr über die Mobs erfahren, die hier leben, die Piglins. Es gibt nämlich eine Menge Mobs in der Netherwelt, die eines gemeinsam haben. Sie fangen in der Lava nicht an zu brennen. Der Magmawürfel kann in der Lava nicht brennen. Das Wither-Skelett brennt auch nicht in der Lava. Auch der Strider kann in der Lava leben und fängt nicht an zu brennen. Anders verhält es sich mit den Piglins. Sie leben tatsächlich in der heißen Netherwelt, aber fangen an zu brennen und verbrennen sogar, sobald sie in Lava gehen. Sie sind also die einzigen Mobs im Nether, die durch Lava Schaden nehmen. Enderman und Skelette können zwar auch Schaden durch Lava erleiden, aber kommen eigentlich aus der Oberwelt. Moment mal, könnte es also sein, dass die Piglins auch von dort sind? Vielleicht kommen sie ursprünglich gar nicht aus dem Nether, sondern aus der Oberwelt. Aber wer sind die Piglins und woher kommen sie? Mir ist gerade aufgefallen, dass es zwei Arten von ihnen gibt. Es gibt ja nicht
nur normale Piglins, sondern auch die Piglin-Barbaren. Sie haben unterschiedliche Aufgaben oder sogar Berufe im Nether. Und ist dir was aufgefallen? Kennst du den einzigen anderen Mob, der auch Berufe hat? Richtig, die Dorfbewohner. Mit ihnen kann man sogar handeln, genau wie eben mit den Piglins. Stammen die Piglins also ursprünglich von Dorfbewohnern ab? Ich meine, die Dorfbewohner und die Piglins sehen sich nicht wirklich ähnlich. Wenn sie also nicht von den Dorfbewohnern abstammen, woher kommen sie dann? Reddit hat vielleicht die Antwort auf diese Frage. Dieser Spieler bestätigt nämlich unseren Verdacht. Er schreibt, dass die Piglins ursprünglich nie im Nether waren. Er sagt auch, dass sie zwar in den Bastionsruinen leben, ihnen diese aber gar nicht gehören. Er vermutet deshalb, dass die Ruinen in Wirklichkeit von Baumeistern der alten Zivilisation erschaffen wurden. Baumeister, die die Bastionsruinen gebaut haben? Oh Mann, ich weiß nicht, das klingt irgendwie nicht so, als ob es wahr wäre. Offenbar ist dieser Benutzer jedoch nicht der Einzige, der an diese Theorie glaubt. Tatsächlich ist die Tatsache, dass es eine frühere Version von Minecraft-Spielern gab, die in den Welten lebten, eine der häufigsten Theorien ist, die rund um die Strukturen in Minecraft kursiert. Und auch in einem unserer letzten Videos haben wir über die alte Zivilisation gesprochen und darüber, dass es sein könnte, dass sie die Pfadruinen im Spiel gebaut und sie vielleicht sogar bewohnt haben. Könnte es also tatsächlich sein, dass sie das gleiche auch mit den Bastionsruinen gemacht haben? Das heißt, dass sie sie gebaut haben? Wenn das wirklich so ist, warum haben sie das getan? Was hatte die alte Zivilisation überhaupt im Nether gemacht? Ich meine, diese Struktur wurde komplett aus Blöcken gebaut, die man nur im Nether findet. Es macht also doch nicht so viel Sinn, dass sie es gebaut haben. Außer, was ist mit den Truhen? Vielleicht gibt es in ihnen etwas, das darauf hinweist, dass die alte Zivilisation der Oberwelt auch etwas mit den Bastionsruinen zu tun hat. In den Truhen, die in diesem Bauwerk auf natürlicher Weise erzeugt werden, befinden sich eigentlich auch nur Blöcke, die im Nether vorkommen. Mal sehen. Obsidian, Goldstiefel, Knochen, alles Blöcke, die aus dem Nether kommen. Moment mal, was ist mit den Pfeilen? Um Pfeile herzustellen, brauchen wir Federn. Und die kann man nur in der Oberwelt bekommen, nicht im Nether. Aber Skelette gibt's im Nether. Also, man kann sie auch im Nether bekommen. Das ist es also schon mal nicht. Was ist mit Fäden und der Bannervorlage? Man kann Fäden von Spinnen bekommen, die es im Nether nicht gibt. Und die Bannervorlage wird aus Papier hergestellt, das wiederum aus Zuckerrohr gefertigt wird. Diese Dinge müssen also aus der Oberwelt stammen. Aber vielleicht ist es auch möglich, dass die Piglins die Dorfbewohner geplündert und ihnen die Rohstoffe gestohlen haben. Wir brauchen mehr Beweise. Ist an dieser Theorie wirklich etwas dran? Ich bin gerade auf die Laternen gestoßen. Das könnte der Beweis sein. Ich meine, wie können sie im Nether sein, wenn wir sie aus Eisen herstellen? Eisen kann man nur in der Oberwelt finden, wo die alte Zivilisation lebte. Und ich habe herausgefunden, dass das einzige andere Bauwerk mit Laternen die Pfadruinen sind. Die Pfadruinen sind ein vergrabenes Bauwerk, das als archäologische Stadt diente. Diese Bauwerke wurden von der alten Zivilisation errichtet. Das sagt sogar Mojang. Ist es also genauso wie mit den Bastionsruinen? Wurden sie von ihnen erbaut? Mir ist gerade aufgefallen, dass sie bei der Suche mit dem Locate-Befehl nicht einfach Bastion heißen, sondern Bastion Remnant. Das Wort Remnant bedeutet auf Deutsch so viel wie Relikt oder Überbleibsel. Was ja auch stimmt, denn die Bastionsruinen sind beschädigte oder zerstörte Strukturen. Wenn die Piglins also immer noch hier leben, warum reparieren sie sie nicht? Es sei denn, sie haben sie nie selbst gebaut. Wenn die Piglins also nicht aus dem Nether kamen, woher kamen sie dann? Denn in der Oberwelt kommen sie heute nicht mehr natürlich vor. Und wenn wir sie spawnen, schütteln sie sich und zittern sie, wie man hier sehen kann. Und nach 25 Sekunden verwandeln sie sich in einen zombifizierten Piglin. Wie kann das sein? Können sie in der Oberwelt einfach nicht überleben und verwandeln sich deshalb? Wartet, ich habe was herausgefunden. Wenn wir das Wetter auf Thunder ändern, um ein Gewitter zu erzeugen, einen Dreizack nehmen und ihn im Amboss mit Entladung verzaubern, was passiert dann, wenn wir den Dreizack während des Gewitters auf den Piglin schießen? Es heißt, wir müssen ihn neben einem Schwein spawnen und jetzt schießen wir mit dem Dreizack auf ihn. Und, ist was passiert? Okay, das hat nicht funktioniert, oder? Versuchen wir es nochmal. Der Piglin muss direkt neben dem Schwein stehen, damit es funktioniert. Jetzt schießen wir wieder einen Dreizack auf ihn und es hat funktioniert. Wenn man einen Blitz direkt neben ein Schwein einschlägen lässt, wird ein zombifizierter Piglin erschaffen. Sind also alle Mobs im Nether
Nether nur die verwandelten Mobs aus der Oberwelt? Denn der Nether wird hauptsächlich von Piglins und zombifizierten Piglins bewohnt. Bedeutet das also, dass die alte Zivilisation die Piglins aus Schweinen erschaffen und in den Nether gebracht hat? Aber warum? Wir müssen mehr über die Bastionsruinen herausfinden. Also habe ich jetzt den offiziellen Wiki-Eintrag zu den Ruinen aufgerufen. Dort steht alles über die Strukturen im Nether und auch, dass es tatsächlich verschiedene Arten von ihnen gibt. Es soll sogar hunderte von verschiedenen Arten geben. Warum hat die alte Zivilisation so viele unterschiedliche Bauwerke errichtet? Warum haben sie nicht einfach immer die gleichen gebaut, wie die Wüstentempel oder die Ozeanruinen? Aber schaut euch das an, es gibt so viele verschiedene Arten von Bastionsruinen. Einschließlich der Brücken, die wahrscheinlich dafür gedacht waren, dass die alte Bevölkerung sich sicher im Nether bewegen konnte. Und Wohneinheiten. Warum haben die Bewohner der alten Zivilisation aus der Oberwelt im Nether eine Unterkunft für sich selbst gebaut? Warum haben sie es riskiert, an einem so gefährlichen Ort zu leben? Es sei denn, die Häuser wurden von der alten Zivilisation gebaut, waren aber nicht für sie bestimmt, sondern für die Piglins. Und dann würde es auch Sinn machen, wenn die Ruinen nicht wieder aufgebaut wurden, sondern immer noch in diesem alten Zustand sind. Denn die alte Zivilisation ist ja ausgestorben. Im offiziellen Wiki werden sie auch Hoglin-Stallungen genannt. Die Ställe der Hoglins befinden sich in den Ruinen der Bastion. Könnte es sein, dass die alte Zivilisation die Hoglins in Ställen hielten, um eine Nahrungsquelle zu haben? Denn schließlich lassen die Hoglins gebratene Schweinefleisch fallen. Die Ruinen sind der perfekte Ort für Piglins, um dort zu leben. Stimmt das etwa wirklich alles? Wir haben also Behausungen, Hoglin-Ställe, Brücken, was gibt es noch? Schatzkammern. Ich glaube, ich hab's jetzt herausgefunden. Die Piglins lieben Gold und wollen so viel wie möglich davon haben. Das Gold, das sie finden und in den Schatzkammern anhäufen, verwenden sie zum Beispiel, um untereinander zu handeln und sogar goldene Rüstungen zu tragen. Die Piglins sind also wirklich verrückt nach Gold. Was ist, wenn die alte Zivilisation die Piglins erschaffen hat, um Gold für sie farmen zu lassen? Das würde Sinn machen, denn die Netherwelt ist voll von Nethergolderzen. Der Nether ist einfach viel zu gefährlich und sie wollten ihr Leben dabei nicht riskieren, weshalb sie dann die Piglins erschaffen haben, um diese Aufgabe zu übernehmen und Gold für sie zu farmen. Also entweder liege ich hier falsch oder die Bastionsruinen sind keine Behausungen, sondern die Gefängnisse der Piglins, die nur freigelassen wurden, wenn sie für die alte Zivilisation arbeiten mussten. Nummer 3. Wenn du denkst, dass das seltsam war, wirst du nicht glauben, woher die Endermen eigentlich kommen. Sie waren früher nämlich Spieler, die zu Endermen verwandelt wurden. Diese Theorie macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Aber einige Spieler glauben daran. Also lasst uns herausfinden, ob an dieser Theorie etwas dran ist. Zuallererst, sie sind viel größer als wir und können sich herumteleportieren. Und was sie sonst noch so können, Blöcke aufheben und sie an anderen Orten platzieren. Der Enderman ist also neben uns der einzige Mob, der das überhaupt kann. Vielleicht ist an dieser Theorie also wirklich etwas dran. Sie machen auch Geräusche, die, wenn wir genau hinhören, etwas bedeuten. Oder hört mal hin. Sind das Worte, die der Enderman spricht? Aber was versuchen sie uns zu sagen? Gibt es eine Möglichkeit, das Geräusch des Endermans, das wir gerade gehört haben, nochmal zu hören? Ich habe eine Idee. Ich ziehe die Datei, die ich im Spiel aufgenommen habe, in einem Programm, um mir das Geräusch, das der Enderman vorhin gemacht hat, genauer anzuhören. So hört es sich an. Okay, ich weiß immer noch nicht, was genau er uns sagen will. Könnt ihr es verstehen? Irgendwie klingt es so, als würde er mit uns kommunizieren wollen. Vielleicht müssen wir die Datei etwas langsamer abspielen, um es besser zu verstehen. Hä? Habt ihr das gehört, Leute? Hat der Enderman gerade so etwas wie Hey oder Hello auf Englisch gesagt? Endermen können doch gar nicht sprechen, oder? Sie machen doch nur diese Geräusche. Das muss ein Zufall sein. Ich habe ein wenig im Minecraft-Wiki recherchiert und herausgefunden, dass man die Enderman-Sounds auch mit dem Befehl Play Sound abspielen kann. Hören wir uns die Enderman-Sounds also nochmal genauer an. Dafür müssen wir diesen Befehl hier eingeben, also Custom Idle 1 im Ambient-Modus. Hört gut zu. Er hat doch Hey gesagt. Und was passiert, wenn wir den zweiten Sound abspielen? Das war der Hello-Sound von vorhin. Und was ist mit dem hier? Help me? Das hat er doch gesagt, oder? Warum braucht er Hilfe? Es scheint also wahr zu sein. Der Enderman spricht mit uns. Aber wie? Eigentlich können nur Menschen sprechen. Also wir. Es sei denn, der Enderman ist eine fehlerhafte Version der Spieler. Das müssen wir nochmal testen. Was ist mit dem vierten Geräusch?
Look for the eye. Warum sagt der Enderman, wir sollen nach dem Auge suchen? Oder meint er die Enderaugen, die uns zur Festung führen und mit denen wir ins Ende gelangen, dem Ort, von dem die Endermen eigentlich kommen? Was, wenn sie im Ende verwandelt worden und wir sie wieder zurück in ihre Heimat bringen oder sie gar retten müssen? Das könnte auch der Grund sein, warum sie uns zuflüstern, dass wir nach dem Auge Ausschau halten müssen, das uns hilft, das Enderportal zu finden. Auf der Suche nach weiteren Hinweisen, dass der Enderman wirklich etwas mit uns zu tun hat und tatsächlich von unserem Spielercharakter stammt, bin ich auf diesen Reddit-Post hier gestoßen, der den Enderman und sein Inneres zeigt. Und das ist nicht irgendeine Zeichnung, sondern kommt direkt von Mojang. Hier sehen wir den Enderman und im Inneren seines Kopfes ein Gehirn. Das ist seltsam, denn alle anderen Mobs im Spiel haben das nicht. Außer uns soll nur der Enderman ein Gehirn besitzen. Wenn die Enderman also tatsächlich wie wir sind und von irgendetwas oder irgendjemandem verwandelt wurden, aber eigentlich immer noch wie wir sind, warum greifen sie uns dann an, wenn wir ihnen in die Augen sehen? Sind sie etwa neidisch auf uns, weil wir nicht verwandelt wurden und sie irgendwie in der Oberwelt gefangen und eigentlich zurück in ihre Heimat wollen? Das würde auch das Help Me der Enderman erklären. Aber Leute, was sind eure Theorien dazu? Ist es nicht wirklich seltsam, dass der Enderman diese Geräusche macht?